Frank Schmidt ist heute Vormittag mit Sack und Pack nach Windisch-Leuber bei Altenburg aufgebrochen. Und als ich ihn gefragt habe, was er denn da eigentlich will, da hat er so ganz geheimnisvoll geguckt und irgendwas von einem großen Schatz erzählt. Bist du jetzt unter die Schatzsucher gegangen oder wie dürfen wir das verstehen, Frank? Genau, Peter, ich bin unter die Schatzsucher gegangen, denn nicht nur in Ägypten, nein, auch in Windisch-Leuber kann man Schätze suchen. Noch zumal von hier ein niegelnagelneues, supermodernes Schatzsuchgerät kommt. Und ich gucke mal, ob ich einen Schatz finde. Boah, ich habe einen gefunden. Peter, ich habe einen Schatz gefunden. Kommt der dir irgendwie bekannt vor? Das sieht genau aus wie unser Franz. Der Pferdefranz. Ja, ja, der hier in Windisch-Leuber, so wie ich. Ja, also in der Tat kann man mit diesem Gerät auch innerhalb von Häusern nach Schätzen suchen, aber hauptsächlich natürlich draußen. Und wir waren vorhin mal hier auf diesem super Schatz-Suchfeld in Windisch-Leuber und haben gesucht. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das da aussieht und wie das funktioniert. Tja, also man scannt mit diesem Gerät so kurz über den Boden. Ja, scannt man so den 15 Boden. Meter genau. Ja, dann geht es wieder zurück, dass man die Linie auch hat. Oh, jetzt sehe ich was. Welche Farbe? Rot. Rot ist Metall. Ja, da habe ich natürlich einen Chef Schatzsucher mit dabei, Ron Jung von der Firma OKM GmbH. Was haben wir gefunden, Ron? Das müsste Gold sein. Schauen wir mal das nach. Das kann nur Gold da sein. Da ist es Gold, genau. Oh, Wahnsinn. Ein Goldbarren. Also ich bin ja schon mal ein klassischer Schatzsucher. Gut gefunden, genau. Dank eures Gerätes, wie tief könnt ihr damit scannen? Bis 25 Meter Maximaltiefe. Maximaltiefe und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet? Immer. Wenn was im Boden ist, findest du auf jeden Fall. Okay, tolles Ding, muss ich schon sagen. Tja, in der Tat kann ich sagen, in der ganzen Welt sind diese Geräte, die hier aus Windisch-Leuber kommen, wirklich gefragt. Das ist Andreas Kraus, der die Geräte mit seiner Truppe hier entwickelt. Hallo, Andreas, wirklich in der ganzen Welt, wer bestellt das denn? Wir sind hauptsächlich Schatzsucher, aber wir haben auch die NASA als Kunden oder die US-Armee und Archäologen. Das sind die eigentlich die Kunden. Nun habt ihr auch wirklich ein supermodernes Gerät, ein neues erfunden. Wir hatten gesehen, diese Brille. Und durch diese Brille sieht man das, was man hier auf dem Computer sieht, also die Farben, damit das die Zuschauer auch mal sehen. Ganz kurz mal erklären. Das ist also das Bild von dem Testgelände. Hier sieht man den Goldbarren, den haben wir ausgegraben. Schön deutlich zu sehen, rot ist Metall, grün ist normale Erde, blau ist Wasser. Ja, Andreas, wirklich Schatzsucher in der ganzen Welt haben also eure Geräte und suchen also tolle Schätze. Ein paar kann man ja auch sehen, die auch ausgestellt sind, habt ihr vielleicht selber gefunden. Was wurde denn mit euren Geräten Großartiges gefunden bisher? Also der größte Schatz, das war jetzt in Griechenland der letzte, Ende des Jahres, wurden Goldbarren gefunden. Dann hatten wir einen großen Fund in London, da wurde ein Flugzeug ausgegraben. Wurde auch eine Dokumentation darüber gemacht. Und in Frankreich wurde ein alter Weinkeller gefunden. Also das ist auch eine Sensation gewesen, wurde auch ein Film darüber gemacht. Ja, und der eine und andere Schatzsucher findet dort mal einen Krug und dort mal ein paar Münzen. Und wir kriegen dann immer gute Feedbacks davon und wir freuen uns auch darüber, wenn die Kundschaft was findet. Ja, also professionelle Schatzsucher, die es werden wollen, können sich gerne hier nach Windisch-Leuber wenden. Adresse gibt es natürlich auch bei uns. Also auf zur Schatzsuche, Peter, wenn du mal willst. Vielleicht brauchst du auch einen Goldbarren zufälligerweise irgendwie oder so. Ja, apropos Goldbarren, den darfst du doch jetzt aber eigentlich behalten, Frank, weil schließlich hast du ihn ja gefunden. Oder ich meine, zumindest steht der aber ein Finderlohn zu, oder nicht? Ja, ich stehe ja schon schief, ich habe ihn schon in der Tasche, siehst du? Okay, dann gehen wir schnell zum Orthopäden und wir sehen uns dann morgen wieder. Und jetzt geht's hier erstmal.